Liebe Freunde und Freunde, meine sehr geehrten Damen und Herren, die Weihnachtsbäume verkünden es an allen Orten, die Weihnachtszeit hält wieder Einzug. Und so auch hier in Berlin. Es ist eine schöne Zeit, es ist meistens eine besinnliche Zeit, aber ich gehe davon aus, sie ist mit Sicherheit auch noch nach wie vor eins in der Vorbereitung auf den großen Festtag eine stressige Zeit. Dennoch möchte ich den kleinen Versuch unternehmen und ein wenig innehalten. Gemeinsam mit Ihnen zurückblicken auf dieses Jahr, ein ereignisreiches Jahr 2017. Ohne Zweifel, es war wahrscheinlich wie bei jedem ein Jahr, in dem sich manches erfüllt, aber auch manches unerfüllt geblieben ist. Ich hätte mir sehr gewünscht, dass wir bereits zum Abschluss dieses Jahres eine vollumfänglich handlungsfähige und nicht nur im geschäftsführenden Modus befindliche Bundesregierung gehabt hätten. Leider blieb dieser Wunsch unerfüllt. Aber deswegen geht es auch jetzt darum, eben dieses Jahr, das dann kommt, 2018, genau unter dieser Ambition auch erfolgreich zu starten. Nochmal der Blick zurück. Beim Jahr 2017 denke ich vor allem eben aber auch eines an eine Bundestagswahl. Eine Bundestagswahl, die mich erneut mit einem Direktmandat hierher nach Berlin geschickt hat. Die mich erneut eines macht, unendlich dankbar. Ich bin wirklich überglücklich, dass ich erneut für diese schöne Region, für unsere schöne Heimat, für unser Rheinhessen hier in Berlin Politik machen darf und kann. Und ich möchte ein klares Bekenntnis abgeben, dass ich auch im Jahr 2018 Ihr Dienstleister nicht nur vor Ort, sondern eben hier auch in Berlin für Ihre kleinen und großen Sorgen sein möchte. Und nichtsdestotrotz, wenn wir wieder bei der Besinnung sind, bei der besinnlichen Zeit, dann hoffe ich eben eins, dass nach der vorbereitenden Phase dann auch wirklich ein Moment der Ruhe eintritt. Und dazu wünsche ich Ihnen vor allem eins, ein schönes Weihnachtsfest im Kreise Ihrer Lieben und darauf folgend einen gesunden, munteren und erfolgreichen Start in das Jahr 2018 und mit der Perspektive, dass sich die kleinen und großen Wünsche allesamt in Erfüllung begeben mögen. Ich freue mich auf ein Wiederhören und Wiedersehen in der Heimat. Oder eben auch hier in Berlin. Auf bald, Ihr Jan Metzler.